Alle Eisschnelllaufbegeisterten erkennen natürlich sofort, wo wir hier stehen. An der Gunter-Niemann-Störnemann-Halle in Erfurt. Doch es ist Mai, die Sonne scheint und es ist Zeit für Fußball. Man hört, bei euch kann man sehr viel erreichen. Können andere Menschen auch deinen Weg gehen? Also meinen Weg nicht, denn jeder geht seinen eigenen Weg. Du bist beinahe täglich live online. Welche Vorteile ergeben sich daraus für deine Follower? Also die Traderinnen und Trader oder angehenden Traderinnen und Trader, die mir dort jeden Morgen über die Schulter schauen, haben einen BCE Streetball Cup. Hallo Alex, was erwartet uns hier heute Schönes? Wir sind dieses Jahr zum dritten Mal beim BCE Streetball Cup, unterstützt von der WBG Zukunft. Wie fing 1965 alles an? Woher kam Ihr Wille, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Ich habe als junger Mensch zwei Lehren gemacht. Wir haben jetzt schon einiges gehört über euch. Was ist das Besondere an eurer Arbeit? Dass ich hier arbeiten kann, im Gegensatz zu früher, wie ich es für richtig halte. Sie haben ja nun die ganze Welt gesehen. Was ist für Sie das Schöne an Erfurt und an Thüringen? Eigentlich war es die gemütliche Stadt und die Leute, die Menschen, sie kannten mich. Ich glaube, das ist auch die Beziehung, die man miteinander aufgebaut hat. Herzlich willkommen zum 12. Familienfest der Genossenschaften hier im Egerpark. Hinter mir stehen die Jungs von Das Neuwerk und was es mit denen auf sich hat, das seht und hört ihr gleich. Jemand interessiert sich für eure Arbeit. Wie sollte man sein? Was sollte man mitbringen? Ich denke, entscheidend ist, dass der Mensch kommunikativ ist, Spaß an der Arbeit mit anderen Menschen auch hat, einfach offen ist. Dankeschön.